Ciao Ragazzi und hey Rockstars, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Amplify Your Stage. Und ich habe heute eine großartige Frau bei mir, die seit ja mehr als ein Jahrzehnt als Führungskraft unterwegs gewesen ist in einem der größten internationalen Konzerne, ist als Jugend- und Kindercoach ganzheitlich unterwegs, begleitet Familien dabei, Eltern, Kindern dabei, nicht nur innere Kommunikation der Familie zu pflegen und aufzubauen, sondern gerade auch in dem Bereich Finanzen steht sie dort mit Rat und Tat zur Seite. Sie selbst war als Führungskraft unterwegs, hat dadurch mehrere hundert Menschen erreicht und begleitet, das unter anderem auch als Coach, und ist multilizenziert in diesem Bereich. Und ich bin mega happy, Sie heute bei mir im Podcast zu haben und auf YouTube zu haben. Herzlich willkommen, liebe Christine Keim. Vielen Dank für die Einladung, der ich sehr gern gefolgt bin. Und ich danke dir, ich danke dir. Und danke dir auch noch zum zweiten Mal, dass du dabei bist, was die wenigsten hier wissen. Und das zeigt natürlich auch wieder die Größe von Christine. Wir haben dieses Interview schon mal gemacht und ich bin ja so Technik, zwei linke Hände. Bei der Aufnahme hast du leider nur mich im Bild gehabt, hast sie gehört, aber du hast nur mich im Bild gehabt und mich will keiner sehen. Also ich, für die, die YouTube gerade gucken, wissen warum. Ne? Also da gibt was Schöneres, sich anzugucken als mein Gesicht. Deswegen auch hier nochmal Dankeschön, dass du zum zweiten Mal deine Lebenszeit mitgebracht hast und mit uns diese ganzen wertvollen Nuggets teilst. Sehr gerne. Dankeschön. Nimm mich mal mit. Es ist für mich so die erste und für mich auch Standardfrage, weil ich will einfach wissen, wie Menschen das tun, was sie da tun, also wie sie dazu gekommen sind und vor allem, warum tun sie das? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Christine mit 6, 7, 8 Jahren vom Bett gefallen ist und gesagt hat, ja, ich will Kindern, Jugendlichen, Familien begleiten, dann eine wertschätzendere Kommunikation zueinander zu pflegen und vor allem auch das Thema Geld im Überblick zu behalten. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder du belehrst mich gerade von was Neuem. Also, keine Ahnung. Also, war das so? Bist du vom Bett gefallen? Du wusstest sofort, das will ich machen? Oder wie ist es dazu gekommen? Beziehungsweise, warum ist dir das so wichtig? Ja, natürlich bin ich aus dem Bett gefallen und wusste schon mit 5 Jahren, dass ich genau heutzutage dieses mache. Nein, natürlich nicht. Nee, also ich bin, sag ich mal, sehr wohlbehütet in der mittelständischen Familie aufgewachsen. Und bei mir war es so, ich habe schon immer gern, war aktiv, auch selber im Leistungsturnen und so weiter, habe schon immer gern mich mit Menschen umgeben und war dann auch, das war bei uns, sag ich mal, eine Mega-Gemeinschaft, eben auch bei den Ministranten und war da sehr Ministrantenleiterin und bin da einfach total aufgegangen, einfach Kinder zu begleiten, mit denen gemeinsam ein Zeltlager zu organisieren und einfach, ja, habe mich da schon gemerkt, dass ich das einfach liebe. Aber du kennst es bestimmt selber, es ist schon immer Usus gewesen, ja, wenn es dann um den Beruf geht, was macht man denn? Ja, natürlich, was da sicher ist, wo man sich was aufbauen kann und am besten so einen kaufmännischen Job oder im Finanzamt oder irgendwo, wo man verbeamtet ist, dass es sicher ist. Und genauso bin ich auch groß geworden und habe auch schon immer gern bei meinem Vater mitgeholfen, weil er ist selbstständig, ein bisschen so im Büro, so Briefe gefaltet und so weiter. Das war schon immer meins. Und dachte ich mir, okay, eine kaufmännische Ausbildung ist was Solides, das machst du. Und dann war ich eben beim Großkonzern, habe ich mich beworben und habe das auch bekommen. Das ist auch nochmal eine sehr lustige Geschichte, aber das würde den Rahmen sprengen. Und habe aber sehr schnell gemerkt, als ich dann die kaufmännische Ausbildung gemacht habe und dann auch als Vertriebsassistentin damals übernommen wurde, dass mir so nach einem Jahr, in Anführungszeichen, schon langweilig wurde. Ich bin immer jemand, der optimiert gern Prozesse und gestaltet Neues um. Und dachte ich, ja, okay, jetzt mache ich den Job schon ein Jahr. Was will ich jetzt noch weitermachen? Und habe dann eben meine Weiterbildung zum Wirtschaftsfachwirt noch nebenbei, neben meinem Job gemacht, neben meinem Beruf. Mein Vater hat immer nur den Kopf geschüttelt, hat gesagt, also Christine, man könnte mal denken, du arbeitest schon 15 Jahre auf demselben Position, wenn man dich so reden hört, dass der jetzt schon langweilig wird.
Ja, also ich war schon immer sehr wissbegierig und wollte schon immer weitermachen, weil ich gemerkt habe, ja, das macht mir einfach Spaß mit Menschen und ich würde auch gerne mal Menschen führen wollen. Ja, und dann habe ich tatsächlich die Chance bekommen, als einer der jüngsten Teamleiter beim Konzern Deutsche Post eben schon 3 Standorte mit 26 Jahren leiten zu Wow. dürfen. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und das habe ich dann eben auch ein paar Jahre gemacht, habe aber dann sehr schnell gemerkt, da ist noch was in mir, wo ich so in den Coaching-Bereich reingehe. Aber du wirst es selber kennen, Lori. Es ist dann immer mir gesagt worden, es gibt schon so viele Coaches da draußen und als Coach ist es so brotlose Kunst. Und wieso braucht es jetzt dich da auch noch, Christine? Und ja, und da habe ich halt immer lange immer so hin und her gehadert. Und da habe ich tatsächlich dann einfach mal die Initiative ergriffen, habe gesagt, jetzt reicht's. Habe gekündigt, ohne was Neues zu haben, habe mir ein halbes Jahr Auszeit genommen, wo mich auch alle für verrückt erklärt haben. Ja, und in dieser Zeit habe ich dann angefangen, meine Coaching-Ausbildung zu machen als Kinder- und Jugendcoach. Und mich hat aber auch noch ein Network Marketing im Bereich Finanzen erreicht, wo es eben darum ging, Vorträge bundesweit zu halten, um auch um das Thema Finanzen aufzuklären. Und da habe ich gemerkt, boah, das ist ja wirklich traurig, wie wenig wir eigentlich in Deutschland über Geld wissen. Es ist wirklich, wenn du dich dann mal mit beschäftigst, so die Basics, da hört schon bei den meisten auf. Und wir sind ja auch so erzogen worden, dass wir auch nicht gern mit Geld beschäftigen. Ja, und so ist die Idee geboren, quasi die beiden Welten zu vereinen, weil auch traurige Zahlen, also wenn man sich auch mit dem Thema Familien beschäftigt, ist es tatsächlich auch so, dass viele aufgrund von Geld so oft sich streiten, negativ Stimmung haben und ja, die beiden Welten zu verbinden, ja, hat sich für mich richtig angefühlt und finde ich auch wirklich grandios, so weiterzugehen und so ist dieses alles entstanden. Mega. Ich glaube auch, Geld ist eines der häufigsten Trennungsgründe, ne? Ist doch eines Ja, der genau. häufigsten Gründe, warum Familien auch auseinandergehen, ne? Mega. Und wo, ich meine, woher soll man es auch lernen? In der Schule wird dir Geld nicht beigebracht, ne? Außer Ja. Mathe, da rechnest du mal 10 Cent und 10 Cent zusammen oder so. Aber so wirklich ein Hauch für Geld. Ey, und es ist für mich, ich sag mal so schön, earn the proof, ne? Also hör dir, earn the right, drüber zu sprechen. Und das bringst du ja mit. Also ich meine, Jahre, Jahrzehnte hier Erfahrung als Leadership, also wenn es um Kommunikation geht, dann noch die Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach, also wenn da jemand versteht, wie Kinder denken, fühlen, handeln, finde ich das natürlich sehr, sehr großartig. Jetzt kann ich mir vorstellen, gerade lass uns mal die beiden Welten nehmen. Und ich bin ja selber Papa, also ich habe ja selber eine 14-jährige Tochter, die momentan uns echt fordert, mit 14 Jahren, ja, weil die sich gerade total, also wirklich, 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 wie soll ich denn sagen, guckt, wie weit sie ihre Grenzen ausleben kann und so weiter. Ne? Und erweitert einen Tag nach dem anderen ihre Komfortzonen gefühlt. Ja? Und ich ertappe mich selbst dabei, Christine. Vielleicht nehmen wir mich so ein bisschen als Beispiel heute. Und ich ertappe mich selbst dabei, dass ich sag mal so, von 10 Gesprächen mit ihr, also von 10 Konfliktgesprächen, hätte man jetzt im Leadership gesagt, ne? Von 10 Konfliktgesprächen mit ihr, ertappe ich mich, dass ich so bei jedem, ich würde mal sagen, dritten, vierten Gespräch, ich merke, dass es gar nichts mehr mit ihr zu tun hat, sondern eher was mit mir zu tun hat. Also, dass ich dann irgendwie merke, die nimmt mich gar nicht wahr, die hört mir gar nicht zu, mein Wort hat gar keine Macht mehr, ne? So, und dann merke ich so richtig, wie es in mir so anfängt zu brodeln, ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier die einen oder anderen Eltern auch zuschauen und zugucken. Was kann ich denn als Elternteil in so einem Moment machen, wenn ich merke, ich werde wütend? Oder das kommt so hoch, ne? Und ich bin gar nicht mehr wirklich rational dabei. Bevor ich, also toi, 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 bei mir ist es nicht der Fall, dass ich dann anfange, mein Kind da voll zu prellen Ja. oder anzuscheißen, auf gut Deutsch. Aber was kann ich denn bei dem einen oder anderen, der hier gerade zuschaut, der sagt sich wahrscheinlich, oder sagt sie sich wahrscheinlich, ja, bei mir kriege ich es gar nicht hin. Ich fange dann an zu brüllen oder ich werde dann ein bisschen happischer. Was kann ich da machen in solchen Situationen? Ich meine, du hast ja als kleine Überleitung, hinter dir sieht man ja den anderen, der gerade zuguckt. Stellt sich wahrscheinlich schon die Frage, was macht denn die Hand an dem Baum da hinten? Ne? Aber vielleicht kannst du mich da mitnehmen.
In der Rede bist du ja schon reingegangen, also für diejenigen hier, die sich die Rede schon angeschaut haben oder zugehört haben und ihr habt euch die Rede nicht angeguckt, tut euch bitte die Rede an, ja, macht ihr Pause, schaut euch die Rede nochmal an. Ansonsten wird es hier gerade nochmal so ein Schnelldurchlauf sein, für was die Punkte stehen und was Eltern, oder ich glaube, das kannst du aber auch verallgemeinern, ne? Das kann jeder, glaube ich, nicht nur Eltern. Was kann ich in solchen Situationen? Das kannst du immer, genau, jeden Tag kannst du es, an jeder Situation kannst du es anwenden, genau. Dann nehmen wir uns doch mal in eine konkrete Situation mit, damit wir die konkret aufschlüsseln, weil das ist immer einfacher, als wenn man so pauschal, sage ich mal, erklärt. Ja, ich gebe dir mal eine ganz konkrete Situation. Meistens die Situation, wo ich merke, da geht es sofort hoch. Ne? Das ist, wenn ich mitkriege, dass meine beiden Mädels, also meine Frau, meine Tochter, sich gerade in der Wolle haben wegen irgendeiner Kleinigkeit. Also keine Ahnung, also für mich ist es eine Kleinigkeit. Ne? So Themen wie Zimmer aufräumen oder Hausaufgaben machen oder sich auf die Arbeit vorbereiten. Alessia ist halt so ein Typ, um vielleicht ein bisschen mitzunehmen, Alessia ist so ein Typ, die liegt lieber in der Bade, im Bad auf dem Boden und föhnt sich irgendwie 20, 30 Minuten lang mit dem Föhn an, damit ihr schön warm wird. So, ne? Und dabei vergisst sie, was sie machen soll. Also sprich Zimmer aufräumen oder sich vorbereiten oder Hausaufgaben. Und dann geht meistens dann bei uns daheim die Post ab, weil die Sarah dann kommt und sagt, das kann doch nicht sein, hier eine halbe Stunde und blablabla. Und irgendwann kommt der Punkt, Lori, red du auch mal mit deiner Tochter. Okay? Und das ist meistens dann die Situation. Also da, wo schon etwas Energie im Hause ist, dann komme ich noch dazu und darf das jetzt wieder, darf da die Brände löschen. Und da merke ich, wie ich dann innerlich sauer werde. Also ich nicht ausgeglichen bin in dem Moment. Ne? Weil ich mir denke, so hier, was soll ich, also hier, jetzt brennt es schon, jetzt darfst du das Feuer löschen. Ne? Und die Tochter ist schon so, wie sagt man in Neudeutsch bei den Mädels, schon sowas von genervt, dass es halt nicht mehr zuhört. Ne? Ja. Also das ist so eine Situation, die passiert bei uns so alle 3 Monate. Aber dann, das ist so, dann hat es in sich. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir mal rein. Also wie gesagt, für alle, die es noch nicht gesehen haben, die Rede, ist es so, und wer es auch als Podcast hört, man sieht es gerade im Baum, mit den Händen und wir gehen quasi die Schritte, also ich habe mir so ein kleine Methode überlegt, die man eben im Alltag mitnehmen kann, weil seine Hand hat man immer dabei. Und anhand von den Anfangbuchstaben, also Daumen, D, Z, Zeigefinger und so weiter, könnt ihr euch die Methode merken und auch immer wieder anwenden. Das geht natürlich, jetzt bespricht man das sehr lang und man denkt immer, Gott, das ist ja eine ewige Methode, aber das sind eben Punkte, gerade die ersten drei, passieren in wenigen Sekunden, wenn man die einmal verinnerlicht hat. Ja. Genau. Und der Lori hat ja jetzt gerade gesagt, okay, er kommt in die Situation und ist auf einmal merkt er so einen Wut hochsteigen. Und da ist das erste eben der Daumen, das D steht eben für Durcheinander wahrnehmen. Und das machst du am besten, Lori, indem du mal, wenn du in die Situation reinkommst, gibt es immer diese Vogelperspektive, zoomst du dich einfach mal raus. Mhm. Ne? Das hilft einem schon enorm viel. Es klingt immer so banal, aber es ist auch schön, wenn es banal ist und auch hilft, dann zoomst du dich eben raus und schaust mal, okay, wer ist jetzt gerade hier alles involviert in dieses Spektakel? Und dann kannst du nämlich als sachlich, also relativ sachlich, auch mal zuordnen, okay, mit dem Zeigefinger, mit dem Z, okay, jetzt nehme ich hier gerade in mir eine Wut wahr, ich nehme gerade da eine Wut wahr oder halt ein Streitgespräch. Ja, wo gehört denn das jetzt eigentlich alles dazu? Ist es jetzt meine Emotion und so weiter? Also, dass man einfach erstmal sortiert, das ist ganz, ganz wichtig. Wir kommen dann im letzten Schritt noch dazu, wie man weiter damit vorgeht. Einfach mal guckt, okay, ne, ich merke gerade eine Wut hochsteigen. Ich habe mich mal rausgezoomt. Da ist es gerade zwei Frauen, die gerade ein Thema miteinander haben und ich soll das jetzt gerade lösen. Einfach mal dann dieses Zuordnen. Und der dritte Schritt wäre für dich wahrscheinlich auch ganz, ganz wichtig. Das M, der Mittelfinger, für mal durchatmen. Einfach mal tief ein- und auszuatmen, weil da hast du nämlich dir schon 2, 3 Sekunden genommen und bist schon mal ein bisschen distanzierter und wie du schon die schöne immer die Zündschnur, die dann hochgeht, ist schon mal, sage ich mal, wieder abgedämpft. Mhm. Genau. Und dann hast du eben die Möglichkeit, wenn du durchgeatmet hast, einfach mal eine Frage zu stellen. Ne? Bei diesem Punkt so mal durchatmen, meditieren, so mal in sich ankommen und dann hat man nämlich diese nötige Distanz, die man dazu hat und dann einfach mal fragen, hey,
Wieso ist dir das gerade wichtig, dass ich zum Beispiel damit reingehe? Kannst du deine Frau fragen? Und kannst du einfach mal sagen, wenn du merkst, okay, es ist ja durchgeatmet, in dir steigt die Wut auf, kannst du auch dann deeskalieren die Situation, indem du zum Beispiel sagst, hey, ich merke, dir ist gerade wichtig, dass ich da auch was dazu sage, aber ich merke, dass ich gerade eine Wut habe und ich kann jetzt nicht damit reingehen. Das würde nur die Situation verschärfen und nicht verbessern. Und dann wärst du quasi schon raus und hättest erstmal das geklärt. Und dann haben wir nämlich das Schöne, dann können wir weitergehen, das R, der Ringfinger für reflektieren. Und dann kannst du für dich nicht mal zurückziehen und mal gucken, okay, wieso kam da jetzt eine Wut in mir auf? War das jetzt, weil ich mir denke, okay, will ich da jetzt dazugehören? Oder wieso bin ich denn früher involviert worden? Oder möchte ich vielleicht da gar nicht involviert sein? Was ist mir wirklich wichtig in diesem Moment? Und das kannst du eben, indem du mal zurückziehst, mal reflektierst und dann auch mal guckst, okay, das und das ist mir wichtig. Zum Beispiel angenommen, du würdest gern frühzeitiger involviert werden. Oder zum Beispiel, wir haben eine Lösung, du willst gar nicht damit befasst werden, wenn deine Frau ein Thema mit deiner Tochter hat, dann soll die das auch persönlich klären. Das hast du in dem gemacht, indem du den Ringfinger fürs Reflektieren eben wahrgenommen hast. Und dann bist du nämlich in deiner Klarheit. Dann kannst du sagen, ah, okay, mir ist wichtig, dass wenn meine Frau mit meiner Tochter ein Thema hat, dass sie das für sich klärt. Und dann kannst du zu deiner Tochter, zu deiner Mutter, zu deiner Tochter, Mutter, ja, zu deiner Frau gehen und weil du in der Klarheit bist und sagen, hey Schatz, ich weiß, dir ist wichtig, dass wenn ihr da ein großes Thema habt, dass ich da auch mal was dazu sage, dass du da Unterstützung hast, aber ich möchte das in Zukunft nicht. Wenn du ein Thema mit ihr hast, dann klär das selber. Danach können wir gerne mal in Ruhe sprechen, aber in so einer Akutsituation möchte ich da nicht involviert werden. Und so hast du mit dieser einfachen Hand einfach mal jede Emotion, das kannst du im beruflichen Kontext, im privaten, das kannst du immer machen. Und so, weil du auch gesagt hast, es kommt alle 3 Monate vor, das heißt, es ist ja auch eine Situation, die sich immer wieder wiederholt. Wenn du aber genau die Methode durchmachst und in die Klarheit kommst, was ist denn eigentlich das, was mich da immer wieder triggert? Oder ja, wie möchte ich anders handeln? Und du das dann klar kommunizierst in der Familie oder auch im Beruf, dann kannst du das in Zukunft auflösen oder auch hast die Situation gar nicht mehr. Ja, und ich glaube, das ist auch erstmal mega. Danke fürs Mitnehmen. Dankeschön. Ich meine, das ist auch ein ganz gutes Ding für meine Frau. Gerade in dem Moment, wenn Alessia sie ja zur Feier bringt. Aber ich glaube, das ist auch da wieder eine Gewohnheitssache, ein Training ist, das immer wieder zu machen, Ja, immer wieder natürlich. anzuwenden und irgendwann hast du es dann wirklich verinnerlicht. Und ich finde es mega geil, weil es halt super einfach zu merken ist, weil du einfach die Anfangsbuchstaben mit verbunden hast. Sehr, sehr, sehr geil. Was ist in der Arbeit, wenn du mit Kindern arbeitest, wenn du mit den Familien arbeitest? Was ist dir aufgefallen? Was ist so, vielleicht gerade auch in Corona-Zeiten, gerade auch mit dem Krieg da draußen, ne? Was ist momentan, wo du sagst, also was ich gerade merke, Lori, in den Familien, ist das gerade ein Riesenthema und also auch vielleicht eine Herausforderung oder das, was gerade so ein bisschen Schmerz verursacht. Fällt dir da was auf? Kriegst du da was mit? Was geht da momentan in den Köpfen der Familien da gerade vor, gerade Eltern und Kinder? Ja, also natürlich, sag ich mal, das ist alles, was wir alles gerade kollektiv wahrnehmen, ist es so und auch gerade speziell in der Familie, weil wir da eng aufeinander sind. Gerade durch Corona war es ja so, dass wir sehr eng aufeinander waren, was ja normalerweise nicht so in der Form da war, was einerseits ein Segen war. Wir hatten wieder mehr Zeit mit der Familie, wo du auch gemerkt hast, manche Familien hat es unheimlich gut getan. Dass sie halt, wenn sie das auch beruflich, sage ich mal, so umswitchen konnten, dass es für sie auch ja, angenehm war. Dann hatten die auf einmal mehr Zeit für die Kinder, sie konnten sich mehr darauf einlassen. Oder was man auch mitbekommen hat, es gab ja auch Schüler, die gerade ein Problem hatten in der Schule, wo sie sich gemobbt gefühlt haben und so weiter. Und auf einmal durch das Homeschooling wurden sie aus diesem Brennpunkt rausgezogen und manchen Kindern hat es auch gut getan, sag ich mal, da in einem sicheren, geschützten Rahmen jetzt einfach mal ein paar Monate zu lernen und ja, einfach mal anders damit umzugehen. Aber natürlich gibt es auch den krassen Gegenteil, dass es dann zu mehr Konflikten gab, weil dann auf einmal vielleicht Kurzarbeit war, weniger Geld war da und ja, dadurch ist natürlich auch die Eltern unentspannter gewesen, weil sie natürlich mehr Druck von außen gespürt haben und auch versucht haben, dann auch Homeschooling, Lehrer und so weiter, alles all-inclusive zu sein. Und das hat natürlich ja sehr viel Druck bei den meisten
Hofen und ja, es sind natürlich viel, viel mehr Konflikte als vorher gewesen. Und das hat man tatsächlich wahrgenommen, dass es ja da in der Familie ja ein sehr großer Switch war in den meisten Familien, weil sie sich ja immer miteinander beschäftigt haben oder auch mussten und so auch viel mehr Konflikte auch hochkamen. Was aber auch, wenn man halt sich da die Zeit genommen haben, auch gut war, um auch mal Themen aufzuarbeiten, ne? Um auch mal sich da Zeit dafür zu nehmen. Und was jetzt auch gerade mit dem, weil du Krieg auch noch angesprochen hast, ist ja auch ein sehr großes Thema gerade. Viele gehen auch in die Angst oder in das Negative rein. Und da ist es einerseits wichtig, einfach mal auch für sich zu gucken, okay, wo kommt die Angst her? Beschäftige ich mich vielleicht jeden Tag, jede Stunde mit den Medien, die mich immer wieder weiter runterziehen? Und natürlich ist es gut, wenn man informiert ist und auch weiß, okay, was passiert auf der Welt. Aber auch zu gucken, hey, ja, das ist jetzt schlimm, es ist negativ, aber auch hier wieder zu gucken, was kann ich konkret tun? Wo kann ich aus dieser Machtlosigkeit raus und schauen, okay, kann ich vielleicht mich einer Hilfsorganisation anschließen, spenden? Ja, vielleicht habe ich noch eine Wohnung übrig, wo ich dann Flüchtlingen zur Verfügung stellen kann und so weiter. Einfach dann aus dieser Machtlosigkeit raus und aus dem Negativen in dieses immer, es gibt immer bei jedem Negativen kann man schauen, okay, was kann man selber für sich rausziehen und aktiv tun? Und da möchte ich aber auch noch mal was ergänzen, weil viele dann sich dann immer so, ja, auch hier wieder unter Druck fühlen, oh Gott, jetzt machen die spenden ganz viel oder die beschäftigen sich jetzt auch oder die sammeln jetzt Decken und fahren dahin. Das habe ich gar nicht die Zeit dafür. Auch hier sich den Druck nehmen. Hey, was fühlt sich gerade für mich gut an? Was ist in meinem Rahmen? Und auch hier sich den Druck nehmen. Ja, man kann nur oder einfach das zu tun, was sich für sich gerade gut anfühlt. Wie ist es bei den Kindern? Also einmal danke aus der Perspektive der Eltern. Wie ist es bei den Kindern? Weil ich kann mir vorstellen, also bei uns daheim ist es jetzt nicht so, weil wir da sehr stark drauf achten. Gerade wie du sagtest, Thema Medien und. Ne, bei uns gibt es auch nur eine gewisse Zeitspanne, wo wir uns mit dem Thema Nachrichten und Medien befassen und dann ist es raus, weil ich einfach merke, dass es der Lassie nicht gut tut, dass es daran nicht gut tut, dass es mir nicht gut tut, wenn wir uns die ganze Zeit eben nur wie soll ich sagen, mit Schmerzen auseinandersetzen da draußen in dieser Welt. Ne? Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Kinder auch darunter leiden. Also sprich im Sinne von, also ich kenne es bei uns im Umfeld, dass es da auch Kinder gibt, die zum Beispiel total verunsichert sind. Aber weil die Eltern halt total verunsichert sind. Ne? Ja, also natürlich, sag ich mal, es gibt hier auch einen großen Unterschied, wie du schon sagst, es gibt Kinder, wo die, sag ich mal, das sind nicht so viel beschäftigt, weil sie es auch nicht in der Klasse haben. Aber wie gesagt, auch hier fängt es jetzt schon an, dass jetzt auch, wenn halt in manchen Klassen Russen sind, dass jetzt auch wieder so ein Russenhass entsteht. Auch wie dieses Mobbing anfängt, vor ein paar 3 Wochen war das noch ein bester Freund, auf einmal ist es ein Russe, auf einmal ist es ein Böser, dass sowas pauschalisiert wird, weil es ja allgemeines Mobbing-Thema ist. Aber allgemein jetzt hier mal auch für die Zuhörer, sag ich mal, so was mitzugeben, ist es tatsächlich so, einfach zu gucken, okay, das Kind zu fragen, hey, was bekommst du denn gerade mit? Was ist denn für ein Thema? Dass man einfach so rangeht, dass man einfach, okay, was hat das Kind für einen Wissensstand? Was hat es denn gehört? Und dann darauf eingehen, weil es ist jetzt nicht dienlich dem Kind und auch nicht sinnvoll, ihm irgendwas Negatives zu erzählen oder ganz schlimm reinzugehen, was hier vielleicht gerade gar nicht sein Thema ist. Und auch was du auch noch angesprochen hast, eben wenn den Eltern halt so große Angst haben oder halt so in der Panik sind und versuchen das aber von dem Kind wegzuhalten und ja, ich überspiele das jetzt und tu so, als ob es mir gut geht, damit es vom Kind weggehalten ist. Da hier auch den Rat, ihr müsst jetzt nicht konkret mit dem Kind über Krieg reden, was ihr für Bilder habt und was euch beschäftigt, aber einfach hier auch offen zu sein und einfach auch die Gefühle darzulegen und so, hey, der Mama geht's gerade nicht gut, es hat nichts mit dir zu tun. Da ist einfach so ein Thema, was mich beschäftigt, damit das Kind es auch abhaken kann und auch zuordnen. Weil das Kind nimmt so viel wahr, gerade die Kinder sind da so offen für Gefühle und Emotionen, einfach hier auch zu sein, hey, mit der Mama geht's gerade nicht gut, sie darf jetzt gerade für sich auch schauen, dass sie wieder in Energie kommt. Dann hat das Kind 2 Learnings. Erstens, alle Gefühle sind erlaubt. Und wir haben einfach alle Gefühle. Und, ah, okay, die Mama macht auch was und sie schaut auch, wie es ihr wieder gut geht. Dass das Kind auch mitbekommt, auch wenn es einem schlecht geht. Man kann immer wieder schauen, okay, was bringt mich wieder in die Energie und was gibt mir gute Gefühle. Mega.
Also da waren gerade so viele wertvolle Nuggets drin gewesen. Und für mich eins der, ich glaube, das Wertvollste heute war wirklich bewusst die Kommunikation suchen. Also bewusst wirklich zum Kind gehen, bewusst mitteilen, was gerade los ist, was in einem gerade vorgeht, was es gerade mit einem macht. Und da wirklich diese Offenheit mit zum Kind kommen. Im Endeffekt ist genau das, was wir mit Alessia auch machen, ne? Also gerade in der Situation mit Krieg und Corona. Sie war eine mega starke Schülerin und durch Corona, weil sie eben jemand ist, der sehr gesellig ist, gerne mit Menschen zusammen ist, ne? Hast du auch direkt bei ihr gemerkt, dass es echt in den letzten 2 Jahren viel, viel, viel gearbeitet hat. Weil sie eben gesagt hat, boah, das ist total doof, in die Kamera zu gucken und da irgendwie Hausaufgaben zu machen und so weiter und so fort. Deswegen schätzt sie natürlich. Aber auch hier, ne, da kannst du als Elternteil natürlich viel reininterpretieren. Aber eben genau das, was ich gerade mitnehme und ich glaube, was ein riesen Nugget war, gar nicht in diese, wie sagt man, nichts hinein zu interpretieren, sondern wirklich das Gespräch zu suchen und dann wirklich frei und offen über die Emotionen zu sprechen. Christine, mega. Ich glaube, wir könnten, ich muss ja echt gestehen, ich fand die Folge geiler als die letzte, die wir miteinander hatten. Es gibt immer Vorteile, warum wir uns Es wiedersehen. wird immer nur noch geiler, Ja, also ich, ohne Scheiß, ich fand die viel, viel, viel tiefgehender. Ich Lori. meine, von deinem Modell bin ich so ein Sohn-Fan, ja, also das weißt du ja. Auch von der Rede, also nochmal hier für diejenigen, die sich die Rede noch nicht angeguckt haben, tut euch die Rede an, die ist mega. Für mich waren ganz, ganz viele tolle Learnings heute dabei, viele tolle Nuggets. Auch danke, dass wir das war mein Beispiel dafür nehmen durften und dann nochmal reingegangen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen gerade zugucken, Führungskräfte, Eltern, vielleicht auch Selbstständige in dem Bereich, die Kinder daheim haben und und. Wenn die jetzt sagen, hey, ich find das mega und allein das, was er gerade in der halben Stunde, Dreiviertelstunde mit dem Lori gemacht hat, das möchte ich gerne auch. Wo kann man Kontakt zu dir aufbauen? Wie findet man dich? Genau, also mich findet mal auf Facebook, Instagram. Ich habe auch eine Website. Genau, das wirst du bestimmt alles unten drunter wieder verlinken. Machen wir, das finde Genau, ich und verlinkt, genau. einfach mich anschreiben. Und dann arbeite ich sehr gerne. Also ich arbeite auch sehr gerne im 1 um 1. Also halt auch direkt mit den Familien, weil du auch merkst, dieses Pauschale ist zwar schön und man kann sich auch viel Wissen aneignen, aber auch, wenn man zum Beispiel die Hand auf das Modell sieht, so, ja, bei mir klappt das aber nicht, ne? Oder was ist denn da, ne? Und dann einfach da einfach tief reinzugehen, ist einfach das Schönste. Weil auch gerade die Individualität ist mir auch so wichtig, dass man sagt, genau das ist für jeden das Richtige. Und wie gesagt, selbst du wirst es auch sehr wissen, deine Tochter, das sind alles so viele Individuen, da ist ja auch so viel, wo du nicht pauschal sagen kannst, für den ist es das Wichtige, der muss jetzt sich vom PC setzen, das tut ihm gut. Aber manche, die tut es wieder gut, für sich allein zu lernen und halt für sich zu sein. Genau, und so ist es eben im Leben. Und deswegen arbeite ich auch sehr gern individuell. Mega. Dankeschön. Danke für die Nuggets. Danke nochmal für den Kontakt. Und am Ende des Podcasts, am Ende des YouTubes, am Ende des Interviews hat immer mein Gastredner nochmal die Chance, zwei, drei wundervolle Worte ans Publikum zu richten, in Form von einem Zitat, whatever. Das your stage. Bitteschön. Dankeschön. Ja, zum Schluss möchte ich einfach nochmal auf meinen Baum eingehen. Aber in dem Sinne, dass wir wachsen auf. Und es ist so, dass es gibt so viele Kletter- und Schlingpflanzen, die sich manchmal um uns rum, legen. Und wir einfach immer denken, ja, das ist halt so, das Leben ist schwer und es muss halt auch, muss arbeiten. Und das ist einfach, ja, man hat halt so seine Dinge, die man tun muss im Leben und es kann halt nicht immer leicht sein. Und da möchte ich einfach das Nugget mitgeben, durch meine Reise, die ich die letzten 13 Jahre mich so intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Führung und so weiter beschäftigt habe, habe ich einfach gemerkt, wir können alle die Schlingpflanzen anschauen und gucken, okay, brauche ich die noch? Haben die mich vielleicht auch geschützt die letzten Jahre? Aber ich habe selbst die Macht, jeder von uns hat die Macht, die Verantwortung zu übernehmen und gucken, hey, was tut mir noch gut? Wie möchte ich mein Leben tatsächlich leben? Und ich lade euch ein, beschäftigt euch ganz viel mit dem Podcast und mit den Persönlichkeitsentwicklungen. Denn nur wenn wir mal auch andere erlebt haben, die schon da sind, wo wir hinwollen, merken wir einfach, krass, es ist so viel mehr möglich, als wir eigentlich denken. Und ja, befreit euch von den Schlingpflanzen und übernehmt selber die Verantwortung, denn ihr könnt euer Leben selbst beeinflussen und deine Emotionen. Dankeschön.
Und besser hätte ich es nicht sagen können. Tolle Metapher. Schön hätte ich es nicht sagen können. Und daher danke für deine wertvolle Zeit. Danke für die wertvollen Nuggets, die du mitgebracht hast heute, Christine. Und an dich da draußen sage ich nur eine Sache: Mach dein Leben zu deinem Lieblingssong und du wirst jeden Tag tanzen und singen. In diesem Sinne, Dankeschön. Danke dir fürs Zuschauen, Zuhören. Ciao, ciao. Ragazzi!